Jetzt seht ihr die Geschichte der Arche Noah. Gott sieht, dass die Menschen böse sind. Das macht ihn traurig. Gott fragt sich, was ist bloß aus den Menschen geworden? Er beschließt, ich will nochmal von vorn beginnen. Noah und seine Familie sind anders. Sie leben gottesfürchtig und sind gut. Gott will, dass Noah eine Arche baut. Eine Brücke soll über die Erde kommen. Noah fängt sofort an, die Arche zu bauen. Waren sie fertig und sie konnten sich von der Arbeit ausruhen. Dann sagte Gott zu Noah, geh mit deiner Frau und mit deinen Söhnen und deren Frauen in die Arche und nimm von allen Tieren ein paar mit, bevor es regnet das Müll auf der Erde. Und so nahm Noah von allen Tieren je ein paar. Den Kuckuck, Elefanten, Mücken, zwei Würmer, Vögel, zwei Schlangen, ein Löwenpaar, zwei Schildkröten, zwei Kühe, ein Giraffenpaar, wo bin ich hier? Hier ist es so dunkel. Ich habe Hunger. Hier riecht es komisch. Und ich möchte nach Hause. Wir sind auf der Arche von dem großen Schiff, von dem wir dir erzählt haben, das uns vor der Sintflut schützt. Was ist nochmal die Sintflut? Ein riesig großer Regen. Ach so, das war's. Ich habe Heimweh. Wir können ja vielleicht einen kleinen Heimattanz machen, der uns an unser Zuhause erinnert, damit wir nicht mehr so großen Heimweh haben. Okay, lasst uns tanzen. Dann kam es.
wie Gott gesagt hatte. Noah war gerade zusammen mit seiner Familie und den Tieren in der Arche verschwunden. Da verdunkelte sich der Himmel und es fing an zu regnen. Erst ein Tropfen, dann zwei, dann drei, dann immer mehr. Die Wolken wurden immer dunkler und schwärzer. Die Donner rollten und Blitze zuckten über den düsteren Himmel. Es regnete so heftig, dass in kurzer Zeit das ganze Land unter Wasser stand. Tatsächlich nur noch Noah und seine Familie auf der Arche überlebt hatten. Nach 40 Tagen hörte es auf zu regnen und es wurde ganz still. Allmählich sank das Wasser und schließlich setzte die Arche auf dem Berg Ararat auf. Noah ließ eine Taube fliegen, die schauen sollte, ob es möglich war, die Arche zu verlassen. Es vergingen noch einige Tage, in denen Noah die Taube wieder und wieder fliegen ließ. Doch schließlich kam die Taube nicht mehr zurück. Da wusste Noah, sie hat einen Platz gefunden, wo sie ein Nest bauen kann. Noah freute sich. Jetzt können auch wir endlich die Arche verlassen. Er machte das große Tor der Arche auf und alle gingen hinaus. Über der Arche entstand am Himmel ein großer leuchtender Regenbogen. Und Gott sprach zu Noah. Noah, ich verspreche dir und allen Menschen auf Erden, so eine Sintflut will ich nie wieder kommen lassen, solange die Erde besteht. Immer sollt ihr Sonne und Regen, Saat und Ernte, Sommer und Winter genießen können. Mit euch mache ich einen neuen Anfang. Noah war froh und mit ihm seine ganze Familie. Und er begann, ein Lied zu singen. Wenn es regnet, werdet ihr einen Regenbogen bilden. Das zeigt an, dass ihr Frieden nehmen könnt. Der Regenbogen ist ein Zeichen der Hoffnung und Versöhnung. In diesem Sinne wollen wir alle zusammenhalten und uns nicht mehr streiten.
Wir verabschieden unsere Eulenklasse.